Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Spiel The Witcher 3. Und ich habe mich gerade, also ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was verkauft und wieder zerlegt und so weiter und so fort. Und habe mich dann hier gefreut, weil ich habe mich dazu entschlossen, alles, was, ich sag mal, einen höheren Stückpreis hat als, ich sag jetzt mal, 24. Ich glaube, dazu habe ich mich entschlossen, das war irgendwie hier bei der, genau, bei der Puppe. Habe ich gesagt, alles, was einen Stückpreis hat von 24, werde ich nicht zerlegen, sondern ich werde es verkaufen. Und dann habe ich gesehen, so 80 das Stück, 130 das Stück. Und dann kam die Pferdehaut, 140 das Stück. Ich so, ne, ist doch mal ideal, jetzt weiß ich endlich, wie ich an Kohle komme. Ich also auf Handeln gegangen. Handeln, handeln. Genau. Und durfte dann mal wieder feststellen, fick dich, Spiel. Gegenstand ist unverkäuflich. Obwohl drunter steht, wir lesen zusammen, kann an Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Nö. Muss ich noch irgendwas, ne? Also, das nervt mich. Das ist scheiße. Das, die Klamotten, brauche ich die nochmal? Entschuldigung. Ich glaube nicht, oder? Komm. Bin verkauft hier. Weg damit. Noch einen Sattel brauche ich eigentlich auch nicht. Einen will ich schon gerne auf Reserve behalten. Den Kopf behalte ich auch. Und hier hatte ich auch ganz vergessen, wir hatten ja eine Rüstung, die wir ab Level 5 tragen können. Endlich. So, hier alles unverkäuflich. Und hier Ausrüstung, das ist alles, ich bin ja so ein kleiner Messi, was das angeht. Ich will ungern Sachen verkaufen, die zur Herstellung benötigt werden. Da habe ich Klebepfoten. Da will ich nichts von weggeben, aber wir haben jetzt kaum an Gewicht verloren, quasi. Also ein bisschen ja, aber hier können wir Dunkeleisenbarren herstellen, aber ich will eigentlich erst schmelzen und herstellen. Ich glaube, auch das Gewicht wird dadurch auch reduziert. Aber Problem, wenn wir das dann irgendwie brauchen, also nicht den Barren, sondern das Erz, was ich mir irgendwie schlecht vorstellen kann, dann stehen wir dumm da. Also habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ich lasse das erstmal so, bis wir was haben, so von wegen, ja, können wir, was? Drakonidenleder? Okay. Die Teampanzer. Na, müssen wir ein paar Kram schlachten, glaube ich. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich, Leute. Ey, es ist so. Ich frage mich immer, was da oben steht. Rüstung. Ach so, wie viel Kohle er hat, ne? Die wir eben quasi durchs Verkaufen von Gegenständen abluchsen können. Nein, Gwind will ich nicht spielen. Das hatten wir ja schon. Leb wohl. Okay. Moment, mich interessiert jetzt viel mehr. Nein, Quest war... Oh, scheiße, wo war Quest? Was, L? Nein. War es J? J. Hi, J war es. Hm? Okay, Entschuldigung. Reiseziel Skellige. Scheiterhaufen in Novigrad. Hexen... Ach, Hauptquest. Ach du mein lieber Gott. Buchstaben, Familienangelegenheiten. Nebenquests. Falsche Papiere, Siris Zimmer, wildes Herz. Meisterlichter Rüstungsschmied, Stufe 24. Empfohlene Stufe 24. Wir sind Stufe 5. Ernsthaft. Wählen, wählen mehrere Orte. Sammle sie alle und das ist Spiele. Ach, gegen den Wirt, okay. Novigrad, Novigrad. Hexenjagd, wählen, wählen, wählen. Hä, Mann. Mann. Okay. Wir machen. Zuerst. Hexenjagd, finde die Hexe auf einer Faust und befrage die Bewohner. Wir machen die. Komm. Können wir mehrere verfolgen? Bitte was? So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein...
Ja, nicht. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Zeig mir, was du hast. Oh. Nilfgaardische. Ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Ich habe nämlich das DLC heute aktiviert. Und ich glaube, das hier ist nämlich... Ich kann mich natürlich auch täuschen. Klar, logisch. Aber ich vermute einfach mal, dass es jetzt das Zeug hier ist, das dadurch implementiert wurde. Kann mich natürlich auch täuschen, logisch. So, dürfen wir dann in die Sachen... Aber der zahlt extrem wenig. Der will mich doch verarschen. Guck, was er zahlt. Anstatt 24 zahlt er 4. Blöde Schwein. Vergiss es. Nix ist. Geh weg. Betrüger. Auf Wiedersehen. Was ein Schweinepriester. Geht ja mal gar nicht. Was soll das denn? Achso. Plötze, komm mal ran hier. Ich wollte auch gerade Satteltaschen kaufen, aber die sind ganz schön teuer. Deswegen machen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob die Webcam jetzt besser ist. Von der Position her. So, Tor auf bitte. Danke. Du hast Augen wie eine Katze. Kriegst du auch Mäuse? Auch das, mein Freund, auch das. Was faselst du da? Aber nur, wenn die Mäuse größer sind als ich. Moment, noch ein Händler. Hat der mehr Kohle? Hallo. Händler. Ah, der ist drin. Lalalalalalalala. Jetzt wissen wir zumindest, wo wir die Sachen verkaufen können. Ach, schön. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark. Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ja, zeig mal. Zeig mir deine Waren. Möchtest du 183 mehr Geld dafür ausgeben? Ich nehme einfach mal die Puppe als Wert. Auch nur 4. Ey, das sind so blöde Schweine, ne? Das gibt's gar nicht. Hau ab. Leb wohl. Ein Betrügerpack, das gibt's doch ja nicht. Ich hoffe, ich finde irgendwann einen Händler, der vernünftig dafür zahlt. Komm schon. Absoluter Beschiss hier. Hat einen Wert von 24 und die geben mir 4. Ich verstehe nicht, warum ich gerade mit, weiß ich nicht, 20 FPS aufnehme anstatt mit 30. Das irritiert mich gerade ein bisschen. So viel zum Thema, die haben die Performance verbessert. Nee. Ab und zu mal auf die Minimap achten, ob sich da irgendwas ergibt. Alter, wo ist die denn? Alter. Okay, das ist mal ein netter Ritt. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz. Ach, J. Erichs Fußstamm, Familienangelegenheiten. Wo müssen wir da hin? Da hoch. Okay, das ist nicht ganz so weit. Wir nehmen erstmal die Quest, ne? Los, lauf! Freitler, Hundeblut! Alle ausbrechen! Weiter so, Plätze! Hab Mitleid! Erbarm dich einer alten Frau! Dann los! Hilf einem alten, schwachen Weib! Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner der Gnadenreichen entweiht.
Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Ja, ich finde, sie ist ein bisschen... Aber, wir wollen ihr da mal doch trotzdem helfen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Schöne Statue. Total hübsch. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Was? Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Da gibt's dir einen kleinen Finger, ne? Und die nimmt einfach mal alles. Bis auf den kleinen Zeh. Weil ein bisschen lässt sie dann auch noch. So nett ist er dann doch schon. Ey. Ja, komm. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Nö, nö, nö. Ist ja gar nicht so groß, das Gebiet hier. Naja, wenn wir an einem vorbeikommen, der da rumliegt, dann werden wir ihn mal aufheben. Aber ansonsten lassen wir das mal schön sein. Willkommen in Schwarzzweig. Oh, da vorne ist noch ein Händler. Ich muss einen finden, der ordentlich Kohle gibt. So. Sag hier. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Was hast du denn? Zeig mal, was du anzubieten hast. Na, der hat doch nur 160. Was will denn der auch groß an... hier. Mann, das muss doch mehr wert sein. Das gibt's doch ja nicht. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Ist da. Hast du denn hier rumliegen? Ne, komm, der hat selber nichts. Eine arme Sau. Kann ich auch noch die Truhen ausräumen. Das können wir nicht bringen, Leute. Hier los. Wir müssen die Pferde tränken. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Och nö, jetzt brauche ich Stufe. Mann, jetzt brauche ich 2 Punkte drin, oder was? Ich bezahle euch, wenn ihr geht. Wir haben doch gar keine Kohle, du Pappnase. Das geht natürlich nicht. Ja, dann... Was wollt ihr vom Weidel? Da fragen wir erstmal das. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre... Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet. Und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Und probieren wir nochmal das. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskerzenblättern für den Bau. Seine Pusteln bedeckt ihr mit Malben. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Das lief doch gar nicht so schlecht. Ich glaub, ich hab die Krätze. Sehr gut. Mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Klopfen.
Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Hat er da Fühnerfüße, Hühnerfüße als Kette? Halt. Mal gucken. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Hm. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Schützen wovor? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Mhm. Erstmal gucken, ob... Ja, gut, brauchen wir ihn nicht fragen, ob er es angefertigt hat. Wissen wir eigentlich? Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein. Weidler weiß es nicht. Ist er denn Gollum oder was? Aber die Geister könnten es wissen. Der Weidler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Mit einem Schwein oder so. Prinzessin? Meine Ziege? Ah. Sie ist weg. Stimmt. Ziege. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingeling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren. Unter den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Ja. Dann gehen wir mal eine Ziege suchen. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke mittleres Maustaste oder halte mittlere Maustaste gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Ich bin begeistert. Achso, wir sollten doch endlich mal... Ach du Scheiße. Warum kann das nicht mal schick sein? Warum muss das so aussehen? Mano. So, wo ist die scheiß Glocke? Küste. Wo ist sie denn? Hallo? Glocke? Achso. Ist ja schon ausgerüstet. Okay, dann gehen wir mal gucken. Boah, sieht das scheiße aus. Fußspuren. Hier entlang, glaube ich. Glaube ich. Fährtenleser. Hinweis. Gut. Nimm da jetzt nicht jeden Hinweis auf, oder? Gut. Okay, jetzt sagt er eh nur noch gut.
Wir folgen den Trapsern. Da hinten scheint's noch ein Hinweis was zu geben. Hier entlang, glaube ich. Gruppen gehen da lang. Ich höre die Ziege. Gut. Erstmal mal ein paar Wölfe. Ja, mit dem reparierten Schwert. Schlachtet es sich doch viel leichter. Na, scheiß Wolf, hängst du fest oder was? Ja. Ist das, ne? Wenn man zu viel frisst und einen fetten Arsch kriegt. So, jetzt müssen wir gucken, die Ziege hören wir schon. Busch. Hier entlang, glaube ich. Glaube ich, finde ich immer gut. Gut. Hier entlang, glaube ich. Du sollst dem Busch. Gut. Mann, dann lass es sein. Also weißt du. Da bist du. Na siehst du. Na los, gehen wir zum Weideler. Bringe die Ziege zum Weideler. Folgt sie mir jetzt einfach so, oder muss ich ständig klingeln? Komm schon, verdammt. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Hier entlang, euer Gnaden. Die bleibt immer stehen und frisst irgendwas, ne? Hallo. Wo zur Hölle bist du hin? Oh. Der Ernst? Lauf doch, du beknacktes Huhn! Wie viel der aushält! Falscher Zauber. Naja, geht auch so. Läuft so langsam, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Da wird es doch auch irgendwas geben. Der wird doch nicht umsonst in der Höhle hocken. Muss da irgendwas bewachen, oder? Was haben wir denn hier? Eine Rune. Uiuiu. Thema, meisterlich gefertigter Bärenstahlschwert. Nice. Vergammeltes Fleisch. Noch eine Truhe. Meteoriten Silberbarren. Alter. Ich finde, das war eine gute Entscheidung und nochmal einen herzlichen Dank an die Ziege, die uns das hier erst ermöglicht hat. So, jetzt müssen wir hier nur wieder irgendwie rauskommen, ne? Da lang? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Okay. Nice. Oh. Entschuldigung, Holdemaid. Wollte euch nicht im Schlaf stören.
wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Mann, wie oft soll ich denn noch läuten? Läute doch schon die ganze Zeit, wie ich kann. Komm. Ja, gedrückt halten? Nein. Nein, 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 nein. Komm her. Prinzesschen. Prinzessin? Na, geht doch. Lauf den Weidelern nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Nein, Kindwurz. Mein Zieglein. Liebes, süßes Zieglein. Das ist wahre Liebe. Oh Mann. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Ziege. Gut, bin gleich zurück. Was? Eine Ratte. Reicht das? Der Länge nach aufschneiden, natürlich. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Gut, aber dennoch lebendig? Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Okay. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht,
soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Wow. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Wir knacken ganz schön die Sonne rein, ne? Seh grad. Entschuldigung. So hilft er dir, Frage und antworte, suche und er leitet dich. Alter. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Mhm. Und was tut der Weideler? Zum Fahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Fahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Hast du Ahnenfest gesagt? Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen. Ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Dies im Mysterium, mehr über Fehlgeborene zu erfahren. Wow, Alter, Leute. Leute. Ist das auf B? Danke. Verfluchte Wesen. Fehlgeborene. Nee, oder? Ich muss jetzt nicht wirklich so ein kleines Baby töten. Fehlgeborene. Ein Fehlgeborenen hässlich zu nennen ist, als würde man Scheiße als nicht besonders lecker bezeichnen. Es ist keine Lüge, aber die ganze Wahrheit ist es auch nicht. Lambert, Hexer der Wolfsschule. Fehlgeborene sind womöglich die abstoßendsten Kreaturen, mit denen Hexer das Missvergnügen haben können. Sie entstehen aus toten, ungewollten Säuglingen, die nicht beerdigt werden und haben das Erscheinungsbild eines halb verwesten Ungeborenen. Alter. Das ungeformte Fleisch verzerrt von Hass, Angst und Bosheit. Diese grässlichen Kreaturen nähren sich vom Blut schwangerer Frauen und werden von solchen irrsinnigen Hunger getrieben, dass ihre Opfer meistens sterben. Wirksamen Kampf, Axi und Verfluchtenöl. Alter, ich... Boah, Leute. Das ist gerade echt nicht lustig. Muss ich ehrlich mal sagen. Das ist echt nicht lustig. Ja, sprich mit dem Baron. Das kriegen wir noch hin. Aber erst in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich hoffe, die Sonne hört mal langsam auf, so reinzuprügeln. Aber es sieht nicht danach aus. Ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, ich bin raus. Tschüss.